Willkommen zurück zu Let's Play Saints Row The Third Remastered. Ich habe mich hier mal auf das höchste Gebäude begeben, was ich finden konnte. Einfach nur, damit wir hier mal drauf sind. Ich glaube, das dort vorne wäre eigentlich das höchste Gebäude. Nur das haben wir ja gesprengt. Also ist es nun das hier. Und dort unten ist das, wo ich losgeflogen bin. Unser eines Hauptquartier, dort unten mit dem Helikopterlandeplatz. Und als ich hier hochgeflogen bin, habe ich das gesehen. Das ist vermutlich die Stelle, wo wir abgestürzt sind. Und jetzt würde ich mir wir gucken uns das mal an. Okay, warum habe ich umgekehrte Steuerung? Wenn ich fliege, das war doch sonst auch nicht so. Glaube ich. Naja, egal. Ich bleibe aber mal auf diesem Fahrzeug hier. Sieht nicht so aus, als ob ich dort unten rumlaufen möchte. Warum sind wir hier? Ist wieder alles weg? Ach ne, dort vorne brennt irgendwas. Oh, hier laufen wirklich Zombies rum. Aber wir fahren auch noch normale rum. Na gut, ich glaube, eine der hat sich ein bisschen verirrt. Wird er angegriffen von den Zombies? Ja, wird er. Okay, hier sind einige. Wir gucken uns mal den nächsten Auftrag an. Oh ja, Zombie-Angriff. Okay, wir müssen zurück zum Bürgermeister. Let me know when you're on your way. On my way? Where? For your meeting with the mayor. First I've heard of it. Right, I hadn't called you yet. So what's this meeting about? I don't know, but he said there's a problem that Stag's dragging their feet on. Ow. So he's looking for outside contractors. Does he have your number? I've dealt with the man before. He's a powerful connection to have in Steelport. If you say so. You'll see. Dann gucken wir wohl mal. Hochziehen und runter. Sind hier Zombies? Aua. Ich kann nicht schießen. Ah, jetzt. So, der wagt es uns. Versucht zu töten, soll der ist tot. Wir starten einfach die Mission. What are we waiting for? We're not walking in there until you promise to play nice. Are you serious? Repeat after me. Don't fuck with the mayor. Look, sweetie, I'll fuck with whoever I want to fuck with. I mean, who does this guy think he is? Viola, is this the kid you were talking about? Bert fucking Reynolds? Who else could keep this town running? Besides, I love my constituents. Sir, I am a huge fan. Excuse me, Viola says the Saints are the new game in town. If that's the case, I want in. Yeah, great. What do you need? I got a zombie problem that I want. Wait, a what problem? Zombies. You mean metaphorically, the celebrity-obsessed media-drugged masses, yes? This ain't Los Angeles. I'll tell you about it later. You knew about this? So what do you say, kid? Undead cleanup ain't exactly in our wheelhouse, but we'll give it a whirl. Aren't you worried about pissing off Stag? You're acting like I never had to outsmart a paramilitary organization before. Call me when it's done. Oh my god, this guy is fucking awesome. Stop being a fanboy. This wasn't one of my better ideas. It's too late now. You don't back out after agreeing to something with the mayor. Down as long as I live.
What's the plan here? Use the masks to find the chemicals and kill anyone who tries to stop us. Simple, really. But for killing these zombies, what's the plan for that? Shoot them till they stop moving. Ja, danke. Das war ja nicht mal einer, der uns töten will. Jetzt verschwindet doch. Was soll das denn? Sind jetzt hier alle gegen uns? Er sagt ja eben, töten, wer uns aufhalten möchte. Also müssen wir anscheinend gerade die ganze Stadt töten. Und jeder versucht jetzt irgendwie, uns aufzuhalten. Oh, okay. Heard from my contact in Stag. There are three containers leaking the virus into the air. They'll have to be submerged in water to be neutralized. Think you can handle that? Mayor Reynolds, Stag gave me just the tool I need. Ich denke, die Gefahr gut Kanister. Fässer. Ich würde gerne auf den Container rauf. Okay, die können nicht klettern. Das ist doch was Gutes. Oh, oh ja, gut, alles gut. Oh. Das ist das. Hier rüber. Aua, aua, verschwindet. Verschwindet. Pistolen, Pistolen. Okay, die sind ziemlich schnell am Boden. Ein Schuss, egal wohin, und die sind schon. Die liegen schon. Ich will nicht sagen, dass sie tot sind, weil ich bin mir da unsicher. Vielleicht stehen die ja nochmal wieder auf. Okay, da ist sogar noch ein normaler Passant. Aua. So. Was soll das denn? Weg damit! Verschwinde! Hat er schon weg. Okay, wir kommen und helfen dir. Doch kein Fahrzeug hier mehr. Auch da vorne steht eins, das holen wir uns mal, falls es noch funktioniert. Verschwindet. Da fehlen Reifen. Aua, aua. Hä, was soll das denn? Warum brenne ich denn jetzt? Geh weg. Geh weg. Verschwinde. Oh. Ja, nicht von den Zäunen geschlagen werden, so wie die es gerade geschafft haben. Ah, hier ist das Flugzeug abgestürzt. Achso, diese. Mir fällt gerade ein. Diese Apoka-Faust, die wir hätten bekommen können. Ich weiß jetzt, was sie macht. Also, ein Schlag und dann tötet man damit alles. Alles hält damit nur einen Schlag aus, bis auf diese großen Schlägertypen. Und Autos kann man da auch bis auf eine weite Entfernung wegschleudern und wir brennen schon wieder. Wir können immer unendlich schießen, kurz aufladen, dann fliegen die ja schon. Und wir können rennen, aber nur kurz. Ich frag mich, warum man nicht überall raufklettern kann. Was passiert hier denn? Verschwinde! Ich bin anders. Au, au, das ist heiß. Oh ja. Ach, töte die Zombies. Ja, dann nutzen wir aber lieber was anderes. Aber wobei. Ja, doch, wir nehmen das hier.
Wir brauchen ja alle nur einen Schuss. Und weiter versenken. How scientific. It's unbelievable. How frail the human life is. No, I would never thought of manufacturing zombie gas. The Morningstar could have made a killing. Ach, sie folgt uns. Dann ist gut. Oh, das war sie, die ich getroffen habe. Ich könnte auch gerne mal irgendwen erschießen. Oh ja, das war knapp. Hier sind einige, ich sehe die auf der Karte. Da vorne ist er schon. Ich sehe den Zombie unten links, der auf uns zurennt, aber nicht auf sie. Und dann machen wir nun mal das hier. Hätte das schon von hier aus können. Was soll das denn? Oh, der kann. Den bekommen wir auch weggeschleudert. Verschwinde. Gut, das war unsere letzte Rakete, aber er ist tot. Okay, es gibt auch zombifizierte Legertypen. Verschwinde mit deinem Feuer. Ich hab die getreten. Oh ja, kommt alle her. Hoch da, geh doch hoch. Oh, verschwindet. Wo ist er denn? Hier vorne. Ja, der hängt ja sehr gut. Ja, können die mal alle aufhören zu brennen? Wäre sehr nett. Verschwindet. Ich hab's gerade aufgeladen. So, einmal noch und dann sollte der im Wasser sein. Ja gut, natürlich nur, wenn der voll aufgeladen ist. Verschwinde. Au, jetzt wird's wieder heiß. Aua. Danke, wieder hoch. Achso, du bist das ja dann. Lass ich dich mal am Leben. Wäre wohl besser so. Das ist ein normaler Passant. Ja, wo fliegt das denn hin? Los ins Wasser jetzt. Jetzt vielleicht zum Zombie. Ah ja, natürlich. Gerade noch so einer. 143 Meter. Oh ne, da brennt. Verschwinde. Wo kriegen die immer das Feuer her? Warum werden die immer erst so spät auf der Karte angezeigt? So, rein hier. Doch, Tür wieder zu am besten. Wie? Der brennt doch gar nicht. Als er mich geschlagen hat, hat er sicherlich nicht gebrannt. Wir haben starke Probleme. Aua! Ich kann noch schießen.
Ich konnte immer noch schießen. Oh, der ist sogar tot. Ich habe keine Ahnung, warum er tot ist, aber er ist tot. Das war auch zu sehen. Da kommt keiner mehr nun. Und die letzte Gefahrgut. Das letzte Gefahrgutfass. Verschwinde. Was soll ich mit dir? Wir müssen auch einfach. Zünden wir die ganze Zeit an? Ah, schnell weg damit. Es waren einige mit einem Schlag. Ja, natürlich. Ich komme nicht mehr weg und jetzt liege ich. Jetzt verschwindet. Weg damit. Was war das denn? Da war doch nichts, was ich anzünden konnte. Ja, jetzt schon. Jetzt verschwinde doch. Ich will jetzt nicht sterben, so kurz vor Ende. Wir heilen uns kurz mal, wir warten jemand am Wasser. Ich will hier raus. Jetzt kommt die hier noch hinterher. Sah so aus, als ob der andere Anlauf genommen hätte, weil die ist ja zurückgelaufen und dann nur runtergesprungen. Wo kommen die ganzen Zombies jetzt plötzlich her? Eben waren da doch nur noch nicht so viele. Und weg damit! Nimm den Chemikalienlaster. Das Tor. Oh, da, oh. Okay. Ja, besser funktioniert als ich dachte. Wer ruft mich denn jetzt an? Der Karte sieht man gerade so viele. Schnell einsteigen, das sollten sie uns nicht bekommen. Hoffe ich mal. Ich komme mit dem Laster oder versenke ihn. Zombie-Virus für den Bürgermeister vernichten. SWAT-Begleiter. Ein Zombie-Begleiter. Das ist jetzt natürlich schwer, was wir machen. Wer schießt denn hier? Achso, sie. Wollen wir den Zombie-Begleiter? Oder wollen wir... Warum muss man in diesem Spiel so viele Entscheidungen treffen? Okay, wir haben beim letzten Mal die Apoka-Faust nicht genommen. Das war ja das deutlich interessantere. Dann nehmen wir jetzt mal das interessantere und holen uns den Zombie-Begleiter. Oh.
been some complications, Senator. Complications? Don't talk to me about complications. I want results. You want results? Then authorize the use of the Daedalus. Even if Congress got on board, Homeland Security would never allow it. This is out of control. I am coming to Steelport. Zombies and Monica Hughes? Okay, Zombie-Angriff abgeschlossen. Zombies kommen, um im Kampf zu helfen. Hört sich ja interessant an. Zombies kommen, um im Kampf zu helfen. Okay, das sieht... War das gerade ein Grafikfehler? Ich glaube, das war einfach nur ein Grafikfehler. Gut, Dreikampf machen wir. Was da? Piss, you heard anything about what happened to Kilbane? Nope. We need to know where he is. Yep. You're playing chess again. Was machst du denn? Yeah. Ich habe keinen Boost gezündet. Oh, hey, come to the crib. We got something important to talk about. Jetzt schon. Ich sogar mein neues Fahrzeug. A desperate plight. Mayor Burt Reynolds decided that desperate times call for desperate measures and enlisted the help of the Saints to combat an undead menace. Though details of the Saints' anti-zombie campaign remain sketchy, not even the Walking Dead could withstand the Saints' unparalleled talents for violence and mayhem. Because our gallant mayor rose to the occasion, Steelport can sleep easy tonight, knowing our brains are safe. This is Jane Valderrama with the Steelport Mortuary Report. So what's up? Heard back from Legal Lee. Studio wants you to do a screen test for Gangsters in Space. Now fuck that. We're done being corporate whores. So who's winning? What's that? Oh, shit! God damn it! What the hell is going on? We gotta get down there. Oh, was passiert hier? Gib dich zu einem Kampfplatz. Nimm den, der am nächsten dran ist. Halt dich gut fest, denn du hinten drauf. Ich hab kurz seinen Namen vergessen. Also der fährt ja auch auf der falschen Spur, ey. Nee, doch nicht. Nee, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ist auch egal. Nee, der fuhr falsch. Natürlich fuhr der falsch. Nur mit dem Bereich. Los, raus. Auf was Besseres hier. Ja, ich sitze hier immer. Wobei, das war nicht ganz so schlecht. Ja, stecke doch nicht ein. Oder doch, stecke wohl ein. War gar nicht so schlecht. So, den machen wir so. Aua. Ja, stimmt ja, die haben ja diese Waffen. Und schnell weg mit dem. Vorne ist noch einer davon. Oh, aua.
Okay, ich dachte, das hält noch ein bisschen mehr aus. Ich verschwinde mal ganz kurz vom Schlachtfeld, also ich nehme denen mal kurz das Schutzschild und dann gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Wäre schön, wenn da nicht immer wieder neue kommen würden. Irgendwo hier ist noch ein. Ja, da. So, steh auf. Keine Zeit zum Ausruhen. Wir müssen hier einen Krieg gewinnen anscheinend. Oh, das Auto brennt. Weg da. Ich nehme dich mal kurz. Auch wenn das nicht hilft. Nicht sterben. Raus da. Gehört jetzt mir. Der hat in das Auto rein. Der hat in das Fahrzeug reingeschossen. Und mich so ge. Der schießt durch die Decke durch. Okay, gut. Ja, dann Dreikampf machen wir im nächsten Part fertig. Dann beende ich hier nun erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal.